Matrix 42 Workplace Compliance macht Ihre IT wirtschaftlich. Mit Automation für Effizienz, Self-Service für Transparenz, Bestandsmanagement für Kostenkontrolle. Drei typische Anwendungsfälle verdeutlichen das. Fall 1: Vermeidung von unnötigen Kosten. Maria arbeitet im Marketing. Sie hat eine E-Mail mit einer angehängten Datei erhalten, die sie nicht öffnen kann. Über den sogenannten kurzen Dienstweg verschafft sie sich eine DVD und installiert eine Software, deren Lizenz mehrere hundert Euro kostet. Sie kann den Mail-Anhang jetzt zwar öffnen, hat aber ihrem Unternehmen hohe, unnötige Kosten verursacht. Patricia ist im Einkauf tätig und für die korrekte Lizenzierung von Microsoft-Produkten verantwortlich. Über die automatische Inventarisierung und Softwareerkennung bemerkt sie gleich am nächsten Tag, dass hier eine Software ohne Genehmigung installiert wurde. Sie erstellt eine Aufgabe für einen Kollegen aus der Technik, diesem Sachverhalt auf den Grund zu gehen und die nicht autorisierte Anwendung wieder zu entfernen. Damit hat sie vermieden, dass für diese nicht autorisierte Installation eine Softwarelizenz beschafft und dem Unternehmen dadurch Kosten verursacht werden. Fall 2: Kostentransparenz und Kontrolle. Maria hat daraus gelernt und weiß nun, wie sie in solchen Fällen vorgehen soll. Wenn sie eine Datei nicht öffnen kann, begibt sie sich in das Self-Service-Portal der IT. Dort sucht sie im Katalog einfach nach der Erweiterung der angehängten Datei. Auf diese Weise findet sie dafür sicherlich eine passende Anwendung und kann sich diese in den Warenkorb legen. Bestätigt den Rechner, auf dem die Software installiert werden soll. Und kann auch die Kosten zur Kenntnis nehmen, die ihr dafür im ersten Jahr in Rechnung gestellt werden. Diesen Kosten muss ihr Vorgesetzter zustimmen. Erst dann kann ihr die Anwendung zur Verfügung gestellt werden. Michael ist Marketingleiter und Marias Chef. Er hat eine Mail bekommen, die ihn über Marias Wunsch informiert. Im Portal kann er die Bestellung einsehen und darüber entscheiden. Weil er weiß, dass Maria keine Visio-Dokumente erstellen oder bearbeiten muss, lehnt er ihren Antrag ab und bittet sie, eine kostenlose Betrachterversion stattdessen anzufordern. Damit hat er seiner Kostenstelle und dem Unternehmen unnötige Kosten erspart.
Maria wurde über die Entscheidung ihres Vorgesetzten per E-Mail informiert. Im Portal kann sie seine Begründung einsehen. Und seinem Wunsch entsprechend im Katalog nach der vorgeschlagenen kostenfreien Version suchen. Sie legt diese Anwendung in den Warenkorb, bestätigt erneut ihren Rechner und sieht, dass hier keine Kosten anfallen. Da diese Anwendung kostenfrei ist, muss ihr Vorgesetzter dieses Mal nicht mehr zustimmen. Nur wenige Minuten später wird die Software auf ihrem PC installiert. Und dies vollautomatisch, ohne dass irgendjemand hier etwas tun müsste. Und schon kann sie die angehängte Datei öffnen. Fall 3. Pflege des Lizenzbestandes. Patricia pflegt regelmäßig den Bestand von Lizenzen. Sie kümmert sich um die Beschaffung fehlender Nutzungsrechte, falls die Lizenzpools keine freien Lizenzen für autorisierte Installationen haben. In der Übersicht erkennt sie sofort, wie die einzelnen Positionen ihrer Lizenzbilanz aussehen und wann sie zuletzt welche Position geprüft hat. Über das rote Fähnchen erkennt sie, dass Visio Standard 2007 keine freien Lizenzen im Pool mehr hat und eine Lizenz zu beschaffen ist. Nachdem Patricia die fehlende Lizenz bei ihrem Lieferanten bestellt und erhalten hat, kann sie diese in den Bestand einpflegen. Sie übernimmt aus dem Lieferschein die Herstellerartikelnummer und das System unterstützt bei der Verbuchung der Lizenz. Sie gibt die Anzahl der erworbenen Nutzungsrechte sowie die Organisationseinheit des Lizenzpools an. Beim Speichern unterstützt das System mit Plausibilitätsprüfungen, dass keine wichtigen Informationen vergessen werden. In diesem Fall hat sie keine Bestellnummer oder Rechnungsnummer angegeben. Dies ist eine wichtige Information, um bei einem späteren Audit den Erwerb dieser Lizenz entsprechend nachweisen zu können. Jetzt wurde die Lizenz ordnungsgemäß in Bestand eingebucht. Patricia kann nun überprüfen, wie sich der Status der Compliance verändert hat. Die Bilanzposition Visio Standard 2007 ist jetzt grün markiert. Dies sagt Patricia, dass alle erforderlichen Lizenzen im Bestand vorhanden sind. Sie kann genau erkennen, wie sich die Positionen seit dem letzten Prüfpunkt verändert haben und dass jetzt die Konformität sichergestellt ist. Über einen neuen Prüfpunkt dokumentiert sie, dass sie die Bilanzposition abgestimmt hat. Matrix 42 Workplace Compliance bietet Ihnen viele Vorteile für Wirtschaftlichkeit und Einhaltung vertraglicher sowie organisatorischer Regelungen. Als Standardprodukt stellt es Ihnen Best Practices zur Verfügung, wie sie bei vielen hundert Kunden erfolgreich praktiziert werden. Flexibel anpassbar für Ihre Bedürfnisse. Matrix 42, die sichere Wahl für Ihre Compliance.